Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 344 von Simotrans. Ja, es kam ja die Frage auf, ne, von Tante Mimi, was machen wir weiter mit der Karte? Spielen wir die nicht? Und welches Pack nehmen wir, wenn wir was ändern und so weiter und so fort? Und ich würde jetzt mal gerade sagen, da sprechen wir am Intro mal drüber, ne? Vielleicht spielen wir nicht ganz so viel, muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Bis gleich. Ja, wir sind hier drinne und ja, wir sprechen darüber, wie das Pack ist oder nicht ist. Dieses hier ist ja schon mal eine coole Karte. Ich rufe mal gerade die Karte auf, dann können wir uns das angucken. Ich finde die Karte in dem Sinne so ähnlich sollte sie schon sein. Wir haben ja so zwei Kontinentalmassen im Prinzip oder eher drei sogar. Und da sowas würde ich auf jeden Fall haben wollen, dass man wieder mit Schifffahrt auch was machen müssen. Da müssen wir mal eine raussuchen, aber das dürfte kein Problem sein, schätze ich mal. Und was ich gerne machen würde, wäre Städte wieder bei Null anfangen lassen, dass nur Rathäuser dastehen und dass die dann von sich aus wachsen müssen, indem man halt da Straßen verbindet und so weiter. Ich glaube, der Michael Friedrich hatte irgendwo einen Plan geschrieben, wie er das so startet. Das würde ich mal einmal antesten, wie das so ist. Ich weiß jetzt nicht genau, er hat irgendwie 2000 mal 2000er Karte gehabt, 48 Städte zum Starten oder sowas. Müsste man mal gucken, wie groß das ist und ob das hier so mit Aufnehmen und sowas funktioniert. Aber das wäre eine Option, denke ich mal. Schauen wir uns doch mal an. Was jetzt nicht so rausgekommen ist, ist, ja, welches Pack nehmen wir? Das ist die Frage. Dieses hier ist ja 128 in Version 2. Ist relativ schick, finde ich. Und ja, wir können auch ein anderes Pack nehmen. Es gibt ja das Comic-Pack, aber schon lange nichts mehr von gehört. Hatte, glaube ich, auch der Michael Friedrich geschrieben. Müsste man mal gucken. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was wir da machen. So, irgendwie sind wir da jetzt noch nicht auf den Nenner gekommen. Die Tante Mimi sollte sich da mal melden vielleicht, was sie eine Vorstellung hat. Der Michael Friedrich hat halt geschrieben, Pack ist im Prinzip nicht so entscheidend, welches du nimmst. Sie funktionieren alle irgendwo ähnlich. Ja, ich sag mal, unterschiedliche Industrien gibt's da. Manches Pack hat auch Autoindustrie zum Beispiel drin, wo Autos produziert werden müssen und sowas. Verkaufst du nachher im Autohaus, musst du Zulieferer haben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das hier drin ist, ich glaube eher nicht. Da gibt's dann halt, hier ist Bier drin, woanders ist dann vielleicht auch Wein drin, obwohl, weiß ich nicht, Wein ist hier auch drin. Aber solche Sachen sind das halt, die sich unterscheiden. Unterscheiden tut sich dann auch die Kosten des Zuges zum Beispiel, ob der billiger, teurer ist, ob es ausbalanciert ist, ist dann die Frage. Bei manchen Sachen ist es dann halt easy going, bei anderen ist es dann schwerer, da gehst du auch mal pleite. Bis jetzt muss ich sagen, hat es hier ganz gut geklappt eigentlich, dass ich nicht pleite gegangen bin. Aber was nicht ist, könnte ja noch werden. Ne? Wir haben ja hier eigentlich immer jetzt zuletzt eine gute positive Marge gehabt. Da arbeiten wir halt auch dran, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wir haben zwar das Konto überzogen, aber unser Fuhrparkwert ist immer noch höher wie unser Kontostand. Und deswegen haben wir ein Gesamtvermögen von ca. 55 Millionen. Also ist da alles gut. Da brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Ne? Ich denke, das wird auch bei einer kleinen Geschichte nicht so schlimm sein. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie geht's weiter, ne? Hier ist jetzt, wie gesagt, ich würde das freitags bauen, machen, dass wir freitags halt dieses weiterspielen, alle 14 Tage, diese Karte, und würde dann schauen, dass wir am Dienstag halt neu starten. Würde ich aber erst gerne so machen wollen, dass wir am Dienstag neu starten, wenn ich einen Rechner neu aufgesetzt habe, weil da ist noch ein Problem, was ich da habe. Da sieht man ja hier mit Ziehen der Dingens hier. Ich kann die Karte auch nicht mit der Maus verschieben, was man sonst konnte. Da muss ich nochmal dran, da ist was kaputt gegangen, da habe ich was verdaddelt. Wahrscheinlich habe ich selber kaputt gemacht, aber das ist halt immer so, ne? Und ja, mal schauen, wie wir da weiterkommen. Und jetzt würde ich gucken, dass wir zum Beispiel hier diese Flecken, die hier so sind, mit einer Bushaltestelle versorgen, oder da ist auch einer, und dann sind wir erstmal für diese Folge durch. Sagt mir doch noch, wie ihr da euch aufstellt bei einem Pack. Pack 64 gibt's, Pack 128 gibt's, Pack 128 German. Das Comic-Pack gibt es auch, glaube. Es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere, aber es ist immer die Frage, ob die entwickelt werden oder nicht entwickelt werden. Ne? Das ist dann immer etwas schwieriger. Dieses weiß ich auf jeden Fall, dass da sich was tut, obwohl das letzte Update, was ich gesehen habe, ist hier auch schon ein bisschen länger her, aber das ist halt so, ja, das ist alles freiwillig und die Jungs, die das machen, machen eine gute Arbeit, sag ich mal. Und wie man sieht, sieht es ja auch ganz schick eigentlich aus, ne? Gut, lange Rede, kurzer Sinn, schreibt mal in den Kommentaren rein, wie wir weiter vorgehen. Tante Mimi, melde dich mal mit deiner Idee noch, hast du noch nicht getan.
Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, fangen wir hier an, noch ein paar Bushaltestellen zu zaubern, ne? Alles klar, schauen wir mal. So, wir sind jetzt hier oben in Riedenburg und haben hier zum Beispiel was. Und ja, da fangen wir jetzt mal an mit den Fahrgeschichten hier. Warte mal, hier ist eine Bushaltestelle. Wir müssten jetzt hier eine Straße weiter rausziehen. 1, 2, 3, 4. Dann müsste das reichen. Wir sitzen hier. Ah, wir hätten 5 machen müssen wegen dem Postkasten noch. Den wollen wir da auch noch hinsetzen, ne? Damit die Fläche größer ist. Haben wir das schon abgewickelt. Jetzt müssen wir gerade nur gucken. Ah, hier, Straßenbahn fährt da lang. Machen wir das hier. Machen wir das hier, machen wir Verbindung und da ist der Stadtbus Riedenburg Ost unterwegs. Dann gucken wir den mal an. Da können wir, glaube ich, noch eine Bushaltestelle dranhängen, oder? Rathaus. A, B, C, D, E und F war es, ne? Der Michael Friedrich hat das mal aufgestellt, glaube ich. Das war ein ganz guter Wert. Das können wir zumachen. Das bedeutet Linie ändern. Wir hängen einfach Riedenburg-Kennedy-Straße ist. Also wir müssen erst das Rathaus anschließen. Das ist die mittelalterliche Kirche. Rathaus ist hier oben. Riedenburg-Rathaus und jetzt den neuen Halt anbauen. Passt. Können wir schließen. Der ist fertig angeschlossen. Hier ist nichts. Hier oben ist auch nichts, aber hier war ja was. Hier ist jetzt eine Bushaltestelle und da ist eine Bushaltestelle, eine Stelle, wo wir was tun müssen. Die sitzt natürlich an der falschen Stelle, eigentlich hier diese Haltestelle, aber diese ist ein bisschen anders. Dann gucken wir mal, ach so, da müssen wir auch noch hin. Ist hier nur, ne, da ist, ne, ist auch beides, ne, jetzt habe ich. Ja, das ist beides. Es sieht nur so aus. Okay, das bedeutet, wir werden jetzt hier für den da weiter rausgehen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Das heißt da. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste eigentlich so sein, ne? Jetzt holen wir mal gerade die Bushaltestelle her. Das ist richtig und den Postkasten machen wir daneben hin und jetzt müssen wir es nur noch verbinden. So hat das geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wahrscheinlich haben wir die Haltestelle Nord, der Linie Nord wahrscheinlich, oder? Nee, ist auch Riedenburg Ost alles. Na, die Bushaltestelle, die haben wir ja gerade aufgebaut, ne? Gibt es keine Nord? Doch, da ist sie. Okay, die ist noch ziemlich leer, ne? Das würde bedeuten, wir ändern das mal gerade. Riedenburg-Kopernikus, Riedenburg-Rathaus. Das heißt, wir müssen erst Rathaus wieder anschließen. Und dann die neue Haltestelle hier oben. Und passt. Jetzt fährt der Bus auch dahin. Und hier hatten wir jetzt noch keinen, da müssen wir noch mal überlegen, wie wir da hinkommen. Aber ich schätze mal über diesen Weg hier. 4. Ja. 5. Haltestelle ist dahin zu machen, Postkasten daneben. Passt, hier ist voll. Okay. Dann wiederum die Nord. Achso, da müssen wir erst das. Die Lupe nehmen, Verbindung nehmen, wieder Nord auswählen, Linie ändern. Habe ich das hier auch richtig ausgewählt? Ich hoffe, da ist. Ja, ich glaube, das passt schon. Und dahin fahren bitte. Erledigt, erledigt, erledigt. Hier ist noch alles drinne. Hier muss eine Haltestelle hin. Okay. Da können wir die Linie hier hochziehen. 1, 2, 3, 4. Müsste irgendwie so passen. Die überlappen sich da sowieso gerade. Ja.
Ist eigentlich egal, wo der da sitzt. Dann können wir den Postkasten auch davor machen. Und jetzt müssen wir hier schauen. Da gibt es wahrscheinlich keine Bushaltestelle. Straßbahn. Okay, das ist jetzt nicht. Achso, nee, hier gibt es tatsächlich gar keinen, der da anhält. Das würde jetzt bedeuten, hier steht ja auch gerade, glaube keiner, ne? Wartende Passagiere sitzen da, ne? Aber die sind voll hier. Keltenweg wird angehalten, aber alles ist voll hier, der nicht. Dann würde ich doch mal sagen, wir können doch hier wechseln, oder? Alter Friedhof, Oskarstraße. Ich mache einen Bus da ein. Einen neuen Bus. Den nennen wir dann Ost, oder? Nee, Ost. Ja, Ost, Nord, West. Passt aber nicht auf der Karte dann. Dann müssen wir da Süd machen. Ist das hier der Bus? Ja. Also, wir brauchen aber erst noch. Ja, komm, dann können wir auch den Bus erst da drauf setzen. 1,40 kostet der. Das ist ein Ziehharmonika. Ja, aber das ist schon, glaube ich, unser Bus, ne? Den nehmen wir. Machen einen Fahrplan. Und diese Linie ist es hier, die nach da fährt. Der Keltenweg ist jetzt da sozusagen der Umsteigeplatz zur Strabahn. Das wird eine neue Linie. Die Linie heißt Stadtbus Riedenburg Süd. Schuss. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Riedenburg Süd und kann starten. So, das läuft. Ist abgedeckt. Das hatten wir schon hier mit Ost abgedeckt. Ost ist jetzt voll. So, das ist erledigt, würde ich sagen. Dann haben wir das Städtchen. Wir gehen mal hier nach Waldeck. Haben wir das schon gemacht? Weiß ich gar nicht mehr, ne? Ich glaube, das können wir auch in einer anderen Folge gemacht haben. Können wir aber vertun. Ne, ich glaube, das haben wir letzte Folge gemacht schon. Die ist abgedeckt. Floto müsste auch abgedeckt sein. Sondershausen war dann auch erledigt, glaube ich, und Lauter genau so. Lauter haben wir hier oben zuletzt, glaube ich, gemacht beim Kindergarten. Das ist also auch erledigt. So, gut, dann können wir weitergehen und kommen nach Döbeln. So, Döbeln ist hier abgedeckt. Da oben ist, glaube ich, sowieso nur Wasser. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Hier ist nichts. Hier ist was. Da müssten wahrscheinlich zwei Bushaltestellen hin. Kann da sein. Straße 4. Dann baue ich die mal nach da. Und die baue ich mal nach da. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ne? Die ist ein zu weit nach da. Ja, das wäre so. Und dann fehlt es mir noch mit einer Bushaltestelle. Also der Postkasten ist schon noch richtig und einer muss noch dahin. Muss halt eine mit der Haltetafel. Oh komm, das machen wir mal eine animierte Haltetafel noch dahin. Dann haben wir das abgedeckt. Ein bisschen gemogelt, ne? Gut, dann haben wir diese Haltestelle auch erledigt und gehen jetzt gucken, welche Verbindung hier ist. West und Zentrum. Ich glaube, das ist schon voll, ne? Ja. Dann wollen wir hoffen, dass vielleicht im Zentrum noch was geht. Ja, im Zentrum geht noch Linie ändern. Waldweg ist immer der Heimatbezirk. Das heißt, der dahin und Waldweg ist da. Passt. Fertig. Erledigt. Erledigt. Sonst war abgedeckt, ne? Hatten wir schon geguckt, glaube ich, ne? Oder ja. Döbeln ist durch. Dann Radolfzell.
Ist hier erledigt. Da ist nichts, da ist nichts. Hier oben. Hier ganz oben müssen wir was machen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Das bedeutet, wir müssen Radolfzell hier oben noch ergänzen. Sieht ein bisschen schwierig aus, ne? Aber das kriegen wir auch hin. Wir nehmen mal die Straße und da diese Achse hier sowieso nicht benutzt ist, können wir die mal bis dahin durchziehen. Dann brauchen wir nämlich da keine machen. Und 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir müssten hier irgendwo anbauen. Straße ist schon ausgewählt. Ja, 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, von hier nach da muss eine Straße sein. Und dann können wir hier die Bushaltestelle auswählen und gehen drei Felder runter. Ja, passt. Und einen Postkasten darüber. Dann ist das angeschlossen. Gehen hier nochmal hin. Und basteln hier die Straße so dran. Sieht gut aus, ist abgedeckt. Und dann noch verbinden. Gucken wir mal, welcher Bus hier anhält. Stadtbus Radolfzell 1. Sehr interessant, aber können wir auch ändern, zum Glück. Lilienthalstraße wird angefahren. Wo ist die Haltestelle? Lilienthalstraße ist da, ne? Ja, und dann gehen wir da oben hin. Und fertig, erledigt. Sehr schön. Der Bus fährt auch. Können wir schließen. Hier ist erledigt. Hier ist auch erledigt. Da sollten wir vielleicht, da wir hier auch sowas gebastelt haben, die Straße länger machen. Ne? Hier ist nichts. Nein, da unten ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Erledigt. Gut, okay, dann haben wir nur noch, was ist das da oben, Altenau oder Adenau? Adenau war es, glaube ich, ne? Adenau, ja. Da sind wir hier unterwegs und da unterwegs. Und ich würde sagen, Adenau verlegen wir auf einen späteren Termin, dass wir das da noch fertig machen. Würde ich mal so sagen, ne? Ihr denkt dran, dass ihr Kommentare schreibt, was wir da weitermachen. So ein bisschen habt ihr ja schon getan. Ich denke mal, Kartengröße ist geklärt. Würde ich jetzt auch so machen, wie der Michael das gemacht hat. Städte 48 ist natürlich relativ viel, aber warum nicht, wenn es passt, müssen wir mal schauen. Und dann fehlt uns nur noch das Pack. Ne? Ich muss gucken, dass ich mit meinem Rechner aufsetzen weiterkomme. Ich will da eine andere Festplatte halt reinmachen und das neu aufsetzen. Diese Festplatte, die ich jetzt hier habe, ist auch nicht die größte. Da würde ich eine größere nämlich nehmen. Und da bietet sich es an, das komplett neu aufzusetzen, dass auch wieder alles richtig ist. Und ja, dann würde ich sagen, vielleicht schaffen wir hier noch 350 Folge, bis die neue dann anfängt. Das könnte sein, ne? Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.